So aber steht es geschrieben im goldenen Buch der Stadt Wuppertal. Was steht da? Nichts. Dann ist ja gut. Nichts, nichts ist gut, denn wahrlich, wahrlich, ich sage euch, sobald die letzte Stimme abgegeben, die letzte Urne ausgezählt, sodann wird ein Heulen und Zähneklappern das Land erfüllen und es werden beginnen die letzten Tage der Menschheit. Dann wird die Eisenfaust den Samthandschuh abstreifen, wird der Wolf die Kreide ausspeien und es wird das Blaue vom Himmel sich färben zum Tiefschwarz der Hölle. Denn das letzte Versprechen gefällt, die letzte Parole verklungen, die letzte Prognose geplatzt, dann wird es so kommen, wie alle wussten, dass es kommen muss, nämlich knüppeldick. Denn so steht es geschrieben im Buch der Grausamkeiten. Ihr werdet sein ein Volk von Leih- und Kurzarbeitern. Man wird euch gnadenlos schröpfen und zur Ader lassen. Mit eurem Blut werden die Lohnverzichte unterschrieben. Mit eurem Schweiß werden die Fleischwölfe geschmiert. Mit euren Tränen werden die goldenen Badewannen der Reichen und Schönen gefüllt. Und während die Krisengewinnler und Abfallverwerter auf dem Elend schwimmen wie die Fettaugen auf der Brühe, werdet ihr in unbeheizten Freibädern an Unterkühlung verenden. Und kein Bademeister wird da sein, um euch aus den ungeklärten Brackwassern zu fischen. Kein Rettungssanitäter wird die Ersoffenen freiwillig beatmen. Und wer lebend dem verseuchten Schwimmbecken entsteigt, den werden Ganzkörperpilzbefall, Diarrhoe und Schleimhautfraß dahinraffen. Sie werden den Bäckern die Butter von den kleinen Brötchen nehmen. Und wenn es den Hungernden nach Spielen verlangt, dann wird es heißen, was soll das Theater? Das wird ohnehin morgen geschlossen. Denn auf den morschen Brettern, die einst die Welt bedeuteten, rezitieren heute schon brotlose Schauspielkünstler aus ihren Kündigungsschreiben. Euer Leben wird sein ein freudloser Mastgänsemarsch auf dem schmalen Grat zwischen Kleiderkammer und Suppenküche, zwischen Hausfrauenkredit und Privatinsolvenz, zwischen Zwangsräumung und Lohnpfändung. Eure Kinder werden Guido heißen und Horst, Annette und Ursula. Und sie werden doof sein wie die Bretter, dumm wie das gedroschene Bohnenstroh, faul wie der Sack, auf dem der Knüppel der Schultauglichkeitsprüfung tanzt. Sie werden von depressiven Lehrern in verschimmelten Klassenzimmern im Leistungskurs Verlieren unterrichtet. Man wird ihnen ihre erbärmlichen Kopfnoten auf die Stirn tätowieren und selbst auf ihrem dritten oder vierten Bildungsweg werden sie horrende Gebühren zahlen für überfüllte Studiengänge, an deren Ende die amtlich beglaubigte Kopie einer Praktikumsbescheinigung auf sie wartet. Ja, es wird ein Reif fallen auf viele Träume. Es wird ein Essig werden aus mancherlei Wein. Für die künftigen Geschäfte wird es heißen Sense. Und für die Ernten, die da kommen, Fehlanzeige. Und die da meinen, sie hätten genug gelitten, die werden sich wundern. Nämlich das war noch gar nichts. Also lass deine Schuhe wieder mit Eisen besohlen. Besorg dir einen Mantel, der lange hält, und vor allem entstell dein Gesicht. Wer menschlich aussieht, ist schon verloren.